Hi und herzlich willkommen zurück zu deinem Fun Coach. Heute geht es weiter mit den Workouts und zwar mit dem Band. Viel Spaß damit. Die Unterschiede zu dem Workout mit dem Körpergewicht liegen darin, dass wir mit einem Band arbeiten, wo wir die Intensität über die Spannung erreichen. Das heißt, umso mehr Spannung ihr auf das Band bringt, umso kürzer ihr es nehmt, umso mehr Intensität habt ihr. Wir kommen wieder ins Training mit einer Zirkelvariante oder einer Einzelsatzvariante. In beiden Fällen wollen wir 3 bis 5 Durchgänge machen, das heißt bei dem Zirkeltraining 3 bis 5 Runden mit 2 bis 3 Minuten Pausen zwischen den Runden und beim Einzelsatztraining 3 bis 5 Sätze mit 8 bis 15 Wiederholungen. Wenn ihr weniger als 8 Wiederholungen schafft, habt ihr das Band auf zu viel Spannung gehabt. Wenn ihr mehr als 15 Wiederholungen schafft, ne, dann solltet ihr vielleicht ein bisschen mehr Spannung auf das Band bringen. Gucken wir uns die Übung an. Die ersten Übungen sind für den Unterkörper. Wir fangen einmal mit der Kniebeugenvariante mit dem Band an. Dafür stellt ihr euch auf das Band drauf, natürlich parallel. Umso kürzer ihr das Band nehmt, umso mehr Intensität habt ihr. Ihr greift ganz normal das Band, richtet euch auf und führt jetzt eine klassische Kniebeuge aus. Hüfte schiebt zurück, Knie bleiben gerade über dem Fußspann und ihr richtet euch wieder auf. 1. Tief. 2. Versucht immer ein bisschen Spannung auf dem Band zu halten und euch dann wieder aufzurichten. Für Trainierende, die Ausführung mit den Kniebeugen nicht ganz sauber hinkriegen, das heißt nicht den vollen Bewegungsumfang oder mit dem Oberkörper sehr, sehr stark nach vorne neigen, können wir die gleiche Übungsvariante auch im Ausfallschritt machen. Das sieht dann folgendermaßen aus. Ihr stellt nur einen Fuß vorne auf das Band, nehmt den anderen hinten auf den Boden oder legt ihn irgendwo auf. Umso höher der hintere Fuß steht, umso mehr Intensität habt ihr während der Übung. Ihr geht jetzt tief und richtet euch auf. Ihr habt jetzt gerade gesehen, wenn ich am tiefsten Punkt bin, ist keine Spannung mehr auf dem Band. Das heißt, ich müsste jetzt in meinem Fall das Band ein bisschen strammer nehmen. Genau. Ich gehe wieder tief und komme ganz nach vorne. Die nächste Übung ist auch für den Unterkörper bzw. eine Ganzkörperübung und zwar das Kreuzheben mit diesem Band. Dafür stellt ihr euch in das Band rein. Etwas breiter als ihr, wenn ihr schon Kreuzheben macht im Studio oder gemacht habt. Gewohnt seid, stellt ihr euch etwas breiter auf. Lasst das Band durchrutschen, nehmt den unteren Bereich vom Band, gerade Rücken. Knie sind über den Sprunggelenken, Brust raus, Schultern zurück und ihr richtet euch hier auf. Und beim Hochgehen wirklich Po-Muskulatur anspannen, Beinmuskulatur anspannen und die Knie beim Tiefgehen nicht nach innen fallen lassen. Eine leichte Sumo-Variante, weil ihr sehr breit steht, vom klassischen Kreuzheben. Ihr könnt den unteren Rücken ein bisschen mehr involvieren, indem ihr die Ausführung so folgendermaßen macht, dass ihr mit dem Oberkörper tiefer kommt und euch dann wieder aufrichtet. Das heißt nochmal die beiden Varianten. Einmal die klassische Kniebeugen-Variante und einmal die rumänische Variante, wo ihr mit dem Oberkörper parallel zum Boden geht. Probiert's aus. Viel Spaß damit. Falls die Kreuzhebel-Varianten von der Übung davor euch ein bisschen zu komplex sind oder ihr die Technik nicht ganz sauber hinkriegt, kann ich euch folgende Übung empfehlen für den Po und für die hintere Oberschenkelmuskulatur. Ihr nehmt das Band, setzt euch hin, nehmt beide Enden des Bandes um eure Füße rum, zieht das Band etwas zu euch und legt es um die Hüfte. Ja? Die Übung kennen wir auch von dem Körpergewichtsworkout von letzter Woche. Nehmen die Ellenbogen wieder auf 45-Grad-Winkel neben den Körper, bringen Spannung drauf und strecken jetzt die Hüfte explosiv vom Boden gegen das Band. Langsam runter, sobald ihr den Boden berührt, wieder nach oben. Po-Muskulatur fest anspannen, Kontrolle im Rumpf, wieder nach oben. Sehr schön. Die nächste Übung mit dem Band ist das Rudern. Dafür müsst ihr euch eine ähnliche Position vorstellen wie beim Kreuzheben. Ihr stellt euch auf das Band, wie vorhin auch,
haltet jetzt die Knie und die Beine parallel, schiebt die Hüfte leicht nach hinten. Knie werden nur so weit gebeugt, dass der Oberkörper fast parallel zum Boden nach unten kommt. Wir achten auf die Winkel, das heißt, das Knie ist nicht über oder über den Knien oder vor den Knien, sondern dahinter. Es bleibt über dem Sprunggelenk. Brust raus, Schultern zurück, Rücken gerade und jetzt ganz klassisch, wie ihr es vielleicht mit Kurzhanteln oder an den Geräten kennt, Schulter bitte zusammenziehen und die ganz normale Rudervariante wie am Gerät auszuführen. Sehr gut, Schulter bitte ganz nach oben ziehen, Spannung immer kurz halten. Auch bei jeder Übung gilt, den Weg zurück kontrolliert ausführen. Nur weil das Band sich dehnt, heißt nicht, dass ihr fatzen lassen sollt. Das heißt, ihr führt das Band kontrolliert zurück. Die nächste Übung ist genau wie das Hüftheben ein Klassiker, nur diesmal mit Band. Ihr nehmt das Band, bringt einmal eine Drehung drauf, bringt es hinter den Rücken, dass es nicht verrutschen kann und geht jetzt in die Liegestützposition. Ja, jetzt bleibt das Band durch die Drehung genau über den Schulterblättern und rutscht nicht nach unten die eine Seite und die andere nach oben. Brust raus, Schultern zurück, Kinn zur Brust und tief und gegen den Widerstand vom Band arbeiten. Umso mehr Spannung ihr hier auf das Band bringt, umso schwieriger wird es. Wenn ihr verschiedene Stärken von den Bändern habt, würde ich euch empfehlen, erstmal sicher bzw. saubere 15 Liegestütze ohne das Band ausführen zu können, bevor ihr das Band nehmt. Die nächste Übung trifft die Schultermuskulatur und den Trizeps, indem ihr das Band wieder ganz normal in die Hand legt, euch mit der Ferse hinten drauf stellt, das heißt das Band nicht von vorne, sondern hinter das Bein nehmt, ihr ganz normal, als ob ihr eine Einkaufstasche oder irgendwas nehmt, das Band hier in die Hand nehmt und in diese Position kommt. Euer Ellenbogen ist durch das Band durch, bleibt vor dem Körper und in der Position einarmige Schulter drücken über den Kopf. Schulter bleibt hierbei unten, das heißt, ich ziehe sie nicht zum Ohr hoch, sondern sie bleibt immer in einer Position. Genau, ihr führt kontrolliert die Übung aus und wie erwähnt, nicht nach unten fatzen lassen. Kontrolliert anspannen, kontrolliert zurück. Viel Spaß beim Probieren. Kommen wir jetzt zur letzten Übung für die hintere Schulter bzw. den oberen Rücken. Solche Übungen, gerade für die aufrechte Haltung bzw. die Schultergesundheit, sollte in keinem Workout fehlen. Hierfür nehmt ihr das Band im Über- oder im Untergriff, was euch besser tut. Ja, ich zeige es euch mal im Obergriff. Parallel vor den Körper, Ellenbogen sind fast gestreckt, Arme sind fest angespannt, Schulterblätter ziehen zusammen, das heißt hier erst zurückziehen und dann das Band auseinander zur Brust ziehen. Wichtig hierbei beim Rückweg, ja nicht fatzen lassen, wie erwähnt, sondern kontrolliert anspannen, Muskulatur halten, die Spannung halten und dann kontrolliert zurückführen. Die Intensität könnt ihr natürlich, wie erwähnt, steuern, indem ihr das Band enger nehmt oder ganz einfach doppelt. Mit der Woche sind wir durch. Letzte Woche hatten wir das ganze Körpertraining mit dem Körpergewicht, jetzt hatten wir das Band und in der nächsten Woche schauen wir uns das gleiche Training mit den Kettlebells an. So, das war das Workout mit dem Band. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit den Übungen, genauso wie mit dem Ganzkörperplan mit dem Körpergewicht von letzter Woche. Wenn ihr Fragen habt oder Trainingspläne für daheim wollt, mit dem Equipment, was ihr daheim habt, könnt ihr mir schreiben auf Instagram oder Facebook oder ganz einfach das Fansportzentrum kontaktieren. Die Anfragen werden an mich weitergeleitet. Bleibt gesund und liebe Grüße.